In Japan hat es am vergangenen Wochenende eine ganz, ganz schwere Naturkatastrophe gegeben. Das wissen alle. Ein sehr schweres Erdbeben, infolge dann noch ein gewaltiger Tsunami. Mehrere tausend Menschen sind ums Leben gekommen. Und jetzt droht eine noch viel größere Katastrophe, nämlich der Super-GAU in mindestens einem Kernkraftwerk in Japan. Dort sind mehrere Blöcke völlig außer Kontrolle geraten und es stellt sich wieder die Frage nach der Sicherheit und Beherrschbarkeit der Atomenergie. In Japan, einem absoluten Hochtechnologieland, stehen wir jetzt vor der Situation, dass diese sehr sicheren Kraftwerke, wie die Betreiber und Regierung immer wieder sagen, völlig außer Kontrolle geraten sind und keiner weiß, ob das Ganze beherrschbar ist. Viele sagen jetzt, sowas kann ja in Deutschland nicht passieren. Das stimmt, Erdbeben dieser Art kann es in Deutschland nicht geben. Aber viele Kraftwerke, Kernkraftwerke in Deutschland sind weder sicher vor Flugzeugabstürzen noch vor Terrorangriffen. Und die gelten als genauso unwahrscheinlich wie ein so schweres Erdbeben in Japan. Atomenergie ist nicht beherrschbar. Deswegen bleibt nur der sofortige Ausstieg. Wenn die Bundesregierung jetzt darüber spricht, die Verlängerung der Laufzeiten vielleicht auszusetzen und noch eine Sicherheitsüberprüfung und noch eine Sicherheitsüberprüfung zu machen, dann ist das halbherzig und dann kann einen das nicht wirklich beruhigen. Spätestens die Vorfälle jetzt in Japan machen deutlich, dass wir raus müssen aus der Atomenergie so schnell wie möglich. Es gibt die Möglichkeiten, mit erneuerbaren Energien, mit deutlich mehr Energieeffizienz uns von der Atomenergie zu trennen. Das sollten wir alle tun. Und das nicht nur, weil es jetzt ein schreckliches Unglück gegeben hat, sondern auch, weil es die Verantwortung vor den kommenden Generationen gebietet, dieses zu tun.